Hallihallo, ich bin's mal wieder und heute spielen wir ein Rank Game auf dem Elo 1550 ungefähr. Ist jetzt nur grob geschätzt, ich weiß es nicht genau. Ich nebenbei gesagt jetzt nur mit 23 FPS, 21, ja. Ihr seht's ja oben, hoffentlich, denke ich. Und was wir heute besprechen werden, das ist jetzt eigentlich nur Folgendes, und zwar: Wie kann ich eigentlich im Low Elo gewinnen? Beziehungsweise, wie kann ich hier im Mid-Game, mit Elo gewinnen? Ich habe in der Season 2, also das ist jetzt Season 3, muss ich nebenbei sagen, habe ich auf dem Elo 1700 gespielt, und hoffe, dass ich da auch wieder hinkomme. Gut. Was ich jetzt machen werde, ist jetzt euch ein bisschen das erklären. Und zwar, fangen wir jetzt gleich hier mal an. Ich pull den Red. Raze natürlich auch helfen, das ist immer sehr wichtig. Hilft dem Jungler schnell das zu clearen. Und natürlich auch, ja, schnell den Jungle zu clearen. Ah, das habe ich gerade schon gesagt. Gut. In der Mitte ist es einfach eigentlich so, dass ihr hier besonders gut carryen könnt. Lasten könnt ihr besonders gut mit Gragas jetzt nicht. Aber ich habe Gragas jetzt eigentlich gepickt, weil ich diesen Champion spielen kann. Und das ist das Wichtige daran. Ihr müsst einen Champion in der Solo Queue picken, der viable ist, heißt meterfähig und natürlich auch besonders gut ganken kann. Roman, Last Hitten ist jetzt eigentlich nicht so jetzt das Wichtige daran, aber ich finde das schon ein bisschen. Und vor allem, was wichtig ist, er muss guten Schaden drücken für Midgame. Gut, wir haben jetzt das First Blood oben, das ist natürlich lucky, das passiert jetzt nicht jedes Mal. Das passiert eigentlich nicht so oft, finde ich jetzt persönlich. Im Moment. Was ich für Runen benutze? Ich benutze Mana-Rack-Runen, ich benutze... Und ich würde geslot. Gut, Flash haben wir schon mal. Das hätte ich besser machen sollen, eigentlich. Ich finde... Das mit Gragas kann man... Gragas ist eigentlich so ein Champion. Der recht, finde ich jetzt gut, zu allem passt. Er hat Mobility, er hat guten Burst Damage. Er kann gut Roman durch seine Mobility, ist aber logisch. Und das ist besonders geil an Gragas, er ist Tier 1 in der Solo Queue, was ich komplett verstehen kann. Wie gesagt, die drei Punkte, die wichtig sind, das Solo Queue habe ich jetzt gerade angesprochen. Vor allem das Roman ist wichtig. Farmen kann er exzellent, finde ich jetzt. Mit seinen Barrels kann er richtig, richtig geil farmen. Ab Level, sagen wir mal 7, kann man ihn kaum noch outfarmen. Es gibt natürlich solche Hardcounter, wie zum Beispiel Fitz, der recht stark gegen Gragas ist, aber... Ah, den habe ich vermasselt. Die Last Hits. Er kann sich selbst Mana wiedergeben, was nicht jeder Champion kann, also... Bis auf Soraka kann das eigentlich noch? Nee, ich glaube nicht mehr. So. Das habe ich jetzt gesehen. Ihr müsst natürlich auch... Was ich jetzt sehr, sehr stark sehe im Low Elo, was die nicht können, ist das Last Hitting Uptime. Und das ist extrem wichtig in der Lane. Wenn er auch mal einen Last Hit nicht kriegt, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ihr spielt ja keine Tournaments oder so. Das ist nicht so wichtig. So, ich gehe jetzt back. Im Normalfall hole ich mir eigentlich immer zwei Dorans und ein Ward, und zwei Wards. Bin aber jetzt mit Mana relativ schräg dran. Also ich kann mir jetzt keinen weiteren Doran holen. Ich hole mir jetzt zwei Wards. Immer noch dem ersten weggehen. Wenn ihr vorher gegankt werdet, müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr Flash auch benutzt. Da zum Beispiel, wen haben die jetzt als Jungler? Hecarim, genau. Der hat extrem starke Ganks.
Und wie ich jetzt persönlich finde, er ist zwar jetzt in der Solo-Queue, ist er Tier 4, glaube ich, oder so, Tier 3. Aber trotzdem extrem starke Ganks noch. Das ändert da nichts an dem Champion. Und wenn er wirklich merkt, ihr könnt diesem Gank nicht gewachsen sein, also sprich, ihr seid drauf und dran, um diesen Kill abzugeben, dann seid euch sicher, flasht einfach raus, bevor er natürlich mit eurem Sprung ankommt, oder ist er auch egal, bei jedem anderen Jungler auch. Benutzt einfach das Flash, geht beim ersten Mal back, zwei Wards mit. Ich habe sie zwar jetzt noch nicht gesetzt, weil den Hackerin habe ich jetzt noch nicht gesehen in der Mitte. Wenn er jetzt natürlich in der Mitte campen würde, dann wäre das wieder was anderes. Ich kann natürlich jetzt auf Freehair resten, das ist natürlich logisch. Da ich jetzt schon mal back war, habe einen Dorans, habe mehr Leben. Unten gab es jetzt einen Double Kill und einen Kill für uns. Versuche natürlich die jetzt ein bisschen zu harassen. Ich will die ja nicht mehr lasten, da ich jetzt sowieso stärker bin, wie sie. Der Tower Hit, der macht mir nichts aus. Ich habe ja zwei Pots noch dabei. Die Dubstep-Musik lasse ich jetzt laufen, da ich. Na, ich weiß, ich bin jetzt eigentlich nicht so als der Dubstep-Fan. Aber ich finde, mit Dubstep kann man richtig gut spielen. Aber um die Musik geht's einfach nicht. Ja, ich lasse mich hier free harassen. Das ist re relativ dumm von mir. So, ich gehe jetzt mal die Wards setzen. Die Orianna kriegt wahrscheinlich ihren Blue Buff. Ich bin jetzt gerade bei 50 CS, bei 8 Minuten ungefähr. Jetzt 8 Minuten. Die Orianna hat 46, das heißt, ich habe trotzdem noch besser gelastet als sie. Und das meine ich, du kannst einen Gragas kaum outfarmen. Gut, in der Mitte, diese drei muss ich jetzt abgeben. Den Blue Buff kann er eigentlich relativ gut machen. Und back to lane. Ich werde jetzt bald ganken gehen. Heißt, ich werde versuchen, einen Kill auf der Top Botlane zu kriegen. Okay, sie hat gepinkt. Ich sehe den Hackerim hier. Ah, ist ja schon weg. Hättest du ein bisschen warten müssen. Okay, hab den Kill geholt. Den Red Buff können sie jetzt machen zu zweit. Dazu brauchen sie mich nicht. Ich push jetzt derweilen und farm die Raves ab. Immer auf die Pings der Jungler. Also acht geben. Wenn der sagt, oh hier, Red Buff, schnell hingehen, dann geht er auch hin. Ein Kill könnte da locker abgreifen. Ich habe jetzt Glück, dass ich schon mal weg war. Und hab hier natürlich jetzt ein paar Lasses versaut. Das Wichtige aber daran ist, dass ich jetzt gepusht habe. Das heißt, der Midlaner, der Gegner, also die Orianna, bekommt jetzt nicht so viel Erfahrung von den Creeps. Ich farm dabei die Raves ab, gehe wieder zur Lane und push da weiter. Werd dann wahrscheinlich Level 9 sein, geh back und hol mir einen. Gehe sofort auf Rabadons. Ich sehe, das Spiel läuft ganz gut. Wenn das Spiel jetzt nicht so gut laufen würde, würde ich jetzt erstmal auf, sagen wir mal, ja, ich würde wahrscheinlich auf Höllenzepter gehen. So, ich bin Level 9. Geh back. Was ihr vielleicht beobachtet habt, die Orianna hat total ihre Ulti gefällt. Was ich relativ lustig fand. Das ist wahrscheinlich so eine Orianna, die das erste Mal wieder Orianna spielt, seit langer Zeit, und dann die Skills total versemmelt. So, ich habe ein Ward jetzt nicht mitgenommen. Ich habe noch einen. Der Hekarim war immer noch nicht in der Mitte ganken. Und unten gab es jetzt einen Double Kill für die Diana.
Diana ist immer noch ein guter Jungler, finde ich jetzt. In der Solo-Queue sollte man sie eigentlich in der Mitte spielen. Ich habe nicht vorhin darauf geachtet. Ich dachte eigentlich, Diana wollte junglen gehen, hat sie aber nicht. Ich war nämlich vorher kurz rauchen und habe das nicht mehr mitgekriegt. Okay, der Jax ist wahrscheinlich tot. Ja. Kann ich noch nichts machen im Moment. Ist auch nicht so wichtig. Kriegen 4 RS auf die drauf. Ich sehe, die Orianna geht da wieder hin. Okay, unten wird gepinkt. Auf Pinks immer reagieren, egal ob sie vom Jungler sind oder von der Botlane, ist auch egal woher. Komm, okay. Okay. Ich krieg den wahrscheinlich nicht mehr. Okay, der ist tot. Die Orianna ist nicht gefoltert, ich weiß nicht. Das machen sie. Das machen viele nicht. Ja. Jetzt kommt sie auch nicht mehr. Der hat die Lane zwar gepusht, ich habe aber 3 Kills abgekriegt. Ne, 4. Ne, doch 3. Ne, wie viel hatte ich jetzt bekommen? Nein, ich habe alle bekommen. 4, genau. Die Ashe habe ich bekommen. Also, ihr habt gesehen. Nur auf den Ping reagiert. Und sie hatten anscheinend keine gewordet, oder sie hatten gewordet, haben es aber zu spät gesehen und ich kam schon mit Gras angedüst. Kann ich jetzt nicht sagen, weil Gras eigentlich ein fetter Kerl ist, aber ich kam schnell zur Hilfe, hab die Ashe schnell abgeholt und bin weitergegangen. Und das hat mir dann 4 Kills eingebracht. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich alle bekomme. Der Hecarim und der Nuno hat O-Extended. Und da ist die Orianna. So, ich wundere mich gerade. Oh, come on. Den Kill hätte ich mir lassen können. Oh, da kommt Ashe Arrow. Den Blue-Buff hätte ich gut gebrauchen können. Hätte sie meinen Blue-Buff nehmen können. So, wir pushen uns in den Mid-Tower. Ist nicht mal so der schlauste Weg, was wir jetzt machen. Und der Jax holt sich den Double Kill. Nein, ich habe noch einen Kill gekriegt. Was sie da gemacht haben, ist ein typischer Fehler. Immer wird das gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso und was das liegt vor allem. Die Gegner standen jetzt einfach am Tower und haben versucht, uns wegzupushen. Und haben uns angegriffen. Nicht die Creeps, was man eigentlich machen sollte. Wenn man die Creeps wegpushen, dann kann man ja auch logischerweise nicht mehr pushen. So, und das war jetzt wieder sowas. Jax hat overextended. War nicht weiter schlimm. Da man jetzt auf die Pings geachtet hat, alle sind gekommen, bis auf ich jetzt. Ich bin beim Buff geblieben und bin weggeportet. Aber das Wichtige ist, und das sollte man auch immer machen, auf die Pings achten ist so wichtig und das macht fast niemand. So, das zweite, was ich jetzt gern anspringen würde, ist das Flame. Das ist das zweite. Ich flame rein fast nie. Ich schreibe fast auch nichts. Wie ihr jetzt schon gemerkt habt, ich habe jetzt eigentlich nur kommentiert. Kaum was geschrieben oder gar nichts, kann auch sein. Ja, das liegt daran, seit ich nicht mehr flame. Was ich auch schon gemacht habe, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ah, hier ist ja keine Race mehr. Seitdem spiele ich um Weiten besser, bin viel gechillter. Okay, was soll das? Oh, ich wollte den Kill haben. Okay, das sollte mir vielleicht nicht morgen. Ich war jetzt ein bisschen greedy. Und das ist ja schon der dritte Punkt, den es gibt. Ja, greedy sein. Solo Queue einfach. Das ist so. Man will gewinnen. Man versucht jeden Kill zu bekommen. Und daraus wird man echt sehr greedy. Was ihr jetzt bei mir gesehen habt. Bei mir hat es jetzt in keinen Tod geändert oder so. Aber das ist der Unterschied, finde ich jetzt zum Beispiel von Mitte Elo zu nicht zu High Elo, sondern so Platin Elo rum. Dass man nicht mehr so greedy wird. Was man sieht, das sieht man zwar noch auch im High Elo, aber nicht mehr so häufig wie es hier ist. Wie ihr ja unten gesehen habt, wie ich den die 4 Kills bekommen habe unten. Der Hecarim und der Nunu, glaube ich, waren sehr greedy auf den Ezreal-Kill. Den haben sie zwar auch bekommen, sind aber beide dadurch gestorben. Wenn man den einfach gehen hätte lassen, wäre das viel leichter gewesen. Man wäre nicht gestorben vor allem. Ich gehe jetzt nochmal runter, ich habe Ulti ab. Und irgendwie... ich kann es mal hier warten. Okay, das war ein bisschen greedy. Ich habe jetzt nicht... das war jetzt wieder der Greed. Der Hecarim, der zermeldet die einfach. Und durch meinen Greed jetzt sind jetzt 4 Leute umgestorben. Ne, 3. Und wir haben zwar 2 Kills bekommen, aber dadurch, dass die jetzt 3 Kills bekommen haben, habe ich jetzt schon wieder eine Fehlleistung gemacht. Ich habe die Ashe gesehen, habe gedacht, oh, die kill ich jetzt. Und habe dadurch mein Team einen harten Schlag versessen. Der Hecarim hat dabei 2 Kills bekommen. Die Orianna hat einbekommen und ihr seht, die Orianna, die war jetzt die ganze Zeit Mitte, hat gefarmt und ich nicht, ich war jetzt Roman und habe trotzdem mehr Farm als sie. Zwar jetzt nicht einen großen Unterschied, aber das sehe ich sehr oft noch, vor allem im Low Elo. Im Low Elo ist Farm nicht wirklich wertvoll, da ist eher wertvoll Kills zu machen. Farmen ist natürlich, das sollte man nicht unterschätzen, wirklich. Aber das wird so oft nicht gemacht. Gefarmt wird nie. In der Regel. Okay. Ich habe das Gefühl, die Orianna kommt top. Okay, den kann ich jetzt nicht alleine machen. Okay. Na, das ist jetzt das Dumme. Ja. Ah, das war jetzt... ich habe jetzt nur blind gemacht, ne? Also... das war... ich fand jetzt, das war ein ganz gutes Play bei mir. Bei mir. Von mir. Und... naja. Okay, man muss ein bisschen dazu sagen... Plays findet man im Low Elo überhaupt nicht. Im Mid-Elo schon ein bisschen mehr und im High-Elo natürlich öfter. Beziehungsweise auch nicht so oft, weil dann wissen die Leute wenigstens schon, was sie eigentlich tun. Der Hackerin hat wahrscheinlich jetzt einen Hextrinker. Nee, gar nicht. Schutz der Legion, aber macht trotzdem noch so guten Schaden. Okay, ich nehme wieder 2 Wards mit. Und einen Pot. Ich bin Level 13, genauso wie die Orianna. Ich habe schlecht gefarmt, finde ich jetzt persönlich. Ich war kaum in der Mitte, hab
was weggefarmt. Aber dafür mache ich im Heiden mehr Schaden wie sie. Oh. Das war jetzt ein bisschen schlecht, der Barrel. Ich hole mir jetzt nachher gleich den. Sie macht immer noch einen guten Schaden. Finde ich lustig. Obwohl ich schon Negatron-Mantel habe. Lugaf hole ich mir. Wird wahrscheinlich ein bisschen helfen. So, jetzt ist Top die. Ja. Soll wahrscheinlich helfen gehen. Ich gehe auch nach oben. Was ist jetzt los? Achso, Ulti war. Ja, Nunu, sei schon. Ah, von hier aus geht's nicht. Geht nicht. Hm. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen schlecht. Schlechtes Timing vom Gank her. Konnte nicht wirklich helfen. Ich wollte den Blue haben. Das ist das Ding. Das ist auch sowas, was ich auch sehe oft. Man will einen Buff haben. Und 100 Euro will man den haben. Da kann auch 1000 Leute sterben, das ist egal. Hauptsache, man bekommt den Buff. Ja, ich habe den jetzt auch bekommen, ne, aber dadurch ist halt der Jax ist umgestorben. Was auch nicht weiter schlimm ist, da er einfach krass OP wird. Nachfolgendes Spiel. Es ist eigentlich ein Ping, dass er drauf gehen soll. Mann, Leute. Die wollen mich doch nur ärgern. Oh. Immer die Ulti usen. Könnt ihr machen. Ich wollte nicht, dass du noch wegkommt. Ja, ich mach gleich mit dir. Ich mach gleich mit dir. Second. Der Hackerin kommt. Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Was will er machen? Und das ist so geil an der Karim. Einfach so genial. Komm, komm. Okay, ich werde nicht greedy. Geh einfach weg. Okay, ich habe jetzt einen epischen Scepter. Oh, verdammt. Haben sie mich doch noch nur gefunden. Verdammte Scheiße. Ah, egal. Habe ich nicht aufgepasst. Er hat aber Flash geused. Das glaube ich, habe ich gehört. Oben wird erstmal richtig gut gepusht. Und Shurias wurde jetzt endlich benutzt. Und der Hackerim hat erst einmal sich ein Naturgewalt gekauft. Richtig, richtig so, Hackerim. Nur weil ich so viel Schaden mache. Und jetzt haben sie Ads auf jeden Fall. Ja. Da kommt er nicht mehr weg. Aber das war schon extrem gut jetzt, dass wir den Tower hier bekommen haben.
Ich werde im Late extrem schwächer. Also allgemein Melee APs werden im Late richtig schwach und nicht mehr so gut zu gebrauchen. Man nehme einfach nur Gragas, mich jetzt als Beispiel, dann Fizz oder Kassadin, die bringen es im Late nicht mehr so. Das sind Ranged Mage natürlich besser, haben eine größere Entfernung. Deswegen geht man auch ab und zu mit Gragas jetzt auch auf Lichbane oder so, dass man auch mit den Auto-Attacks ganz guten Schaden betreibt. Was auch gut funktioniert, finde ich jetzt. Okay. Meine Ulti haut jetzt natürlich richtig gut rein. Und meine Sperre ist natürlich auch. Die Ashe kann ich locker mit einer Combo wegholzen. Aber der Hackerin könnte noch ein richtiges Problem werden. So, das ist das erste Problem, was ich jetzt nicht sehe. Wieso kauft sich Jax jetzt zum Beispiel kein Hextrinker oder sowas? Das Item finde ich extrem stark. What? Ja, das war jetzt sehr, sehr, sehr schlechtes Timing. Es geht runter farmen und der Jax engaged. Das ist so häufig zu sehen im Low Elo und wie ihr seht auch im Mid Game, mit Elo. Wieso das die Leute machen, fragt mich nicht. Dass Rhodes so stark spiele. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert jetzt. Ein Problem war jetzt natürlich auch Hackerin, er hat mich einfach gefeiert und gekillt. Ich kann natürlich nichts gegen alleine gegen Hackerin machen, ne? Ist ja logisch. Wir müssen da gemeinsam drauf gehen. So, schauen wir mal. Es geht jetzt hin. Das kann man schon machen. Aber er ist schon zu spät. Auch wenn er jetzt hier hingegangen wäre, die wären noch beim Nesher gewesen. Er wäre, sagen wir mal, zu 80% wäre gestorben. Sowas klappt nur zu 20%, dass man sowas kiten kann. Die Spells, die Auto-Attacks von Ashe. Das geht nicht einfach so. Dazu muss man richtig gut sein. Und das kann nicht jeder. Dazu muss man schon High-Elo-Spieler sein. Und das ist keiner hier. Ich mache wieder den Blue Buff, der nicht da ist. Ist nicht so schlimm, ich habe ja immer noch Mana weg. Das Wichtige war mir jetzt eigentlich nur die CD, die ich drauf habe. Und ich hoffe, dass jetzt dieser Jax nicht mehr ist, halt so häufig jetzt engaged einfach so. Und ich hoffe auch, dass es sich endlich mal dazu durchringt, einen Hextrinker zu kaufen, vor allem gegen das Team. Ich weiß, der Rengar ist extrem AD-mäßig und der Hecarim eigentlich auch. Aber ganz ehrlich, lieber habe ich Buffs gegen einen Hecarim als gegen eine Orianna oder so. Der Hecarim macht extrem viel Schaden, was ich nicht verstehen kann. Nicht engagen, das ist ein. Ah, das war so schlecht gespielt von mir. Ja, man muss richtig gucken, wann man die Space einsetzt. Wir hätten den Teamfight richtig gut gewinnen können. Ich habe einen Ignite auf den Hackerin gemacht, aber ihr seht, der hat schon zu viel Helfrecken. Mit dem Naturgewalt einfach krass, wie viel der schon aushält. Und da sieht man wieder, wie eigentlich egal, dass es Meta ist. Und der hält einfach nichts aus, der Jax, ne? So bringt er eigentlich dem Team rein gar nichts. Mit dem Bild. Der Rengar, der spielt extrem tanky, macht guten Schaden. Und so soll es eigentlich sein. So kann man wirklich einen Bruiser spielen.
Sogar eine Irelia, die macht auch so Schaden. Kauf dir einen Witz N, einen Phageas vielleicht und dann geh voll auf Tanky-mäßig. Das reicht eigentlich schon. Du hältst dich genug aus, kannst den AD-Carry geil zonen und das ist das Einzige, was du brauchst. So, ich hoffe mal, dass ich den Hackerin jetzt ein bisschen mehr schauen mache durch diesen Void Staff. Ich hoffe es einfach nur. Ich hoffe es. Weil sonst haben wir das echt hier verloren. Ich denke mal, dass wir mit, dass wir jetzt gegen ein Team von denen ohne Buffs, ohne den Nashor-Buff natürlich, auch hier was reisen können. Weil sonst haben wir echt hier echt verschissen. Okay. Wir müssen natürlich jetzt defensiv spielen, das ist ja logisch. Und der Jax hat da jetzt schon was. Ach, er geht genau auf Guardian Angel. Ist kein schlechtes Item. Ich finde es trotzdem nicht das Beste. So, ich gehe mal schnell weg und hol mir noch diesen Pot. Und ich merke gerade, wie meine Stimme wirklich versagt. Muss ja schon mal zwingen, Moment. Gut. So. Ich glaube noch, dass wir das Spiel gewinnen können. Also aufgeben wäre jetzt noch keine Sache, die ich jetzt ansprechen würde. Oh. Ja, okay. Was ist los jetzt? Wird jetzt immer ungemütlicher hier im Drehstuhl. Okay, wir können Mitte pushen. Wir sind gerade schneller dran ein bisschen. Okay, Jax. Push halt einfach, wenn du willst. Der Lag und ich habe trotzdem die Ulti noch richtig gut gemacht. Okay, nicht bitte, nein. Ist auch logisch, dass die jetzt so engagen. Einfach weg, bitte. Das haben wir jetzt eigentlich ganz gut gelöst, bis auf das am Tower. Also das hier. Diese. Da haben sie gemeint, oh, jetzt gewinnen wir schnell noch. So läuft das aber nicht. So läuft das wirklich nicht. So. Das nächste Item. Ich merke, ich werde im Fight gefokust. Gut, was sollte ich mir jetzt kaufen? Da ist das Item wirklich wichtig, welches ihr kauft. Und zu 90% kauft euch immer Guardian Angel. Das hilft so im Fight so dermaßen. Das ist vor allem im Low Elo richtig geil. Die Leute wissen dann nach dem GA nicht mehr, wen sie fokussen sollen. Das ist so ein seltsames Ding, habe ich noch nie gesehen. Im Spiel habe ich das noch nie gesehen. Wirklich. So was Lustiges. Aber das sieht man nur in dem Elo, ey. Richtig lustig. I need to farm top lane, sagt der Rengar. Oh, das ist aber nicht so eine gute Idee. Ah, der Jax hat schon GA, gut. Dann können wir das Spiel eigentlich gar nicht mehr verlieren. Hallo.
Oh, das war nicht gut. Okay, den haben wir gepoppt. Holy crap, das war ja mal der blödeste Fight, den ich je gesehen habe. Ja, den kann man nicht. Ich kann nicht tanken, wirklich. Oh, yes. Oh. Shit, geh back, Ezreal. Ohne Scheiß, wir schaffen das nicht mehr. Oder schaffen wir das noch? Logo. Ah, du willst mich verarschen, oder? Ja. Das meinte ich. Wir hätten schon längst weggesollt. Längst weg. Längst hätten wir schon weggehen sollen. Aber ein Throw ist er zum Beispiel jetzt noch nicht gewesen. Wenn einer stirbt, okay. Das kann passieren. Ein Throw ist erst, wenn zum Beispiel hier Nasher gemacht wird, keiner mehr eine Chance sieht, eigentlich das Spiel zu gewinnen. Jeder einzeln reinläuft und jeder kackt halt einfach ab, ne? Sowas kann man nicht mehr carryen. Das passiert ab und zu mal schon. Ab und zu heißt ab und zu und nicht immer. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht diese Forum-Post. Oh, ich habe in jedem, jedem zweiten Game habe ich ein Lever drinne und in jedem zweiten Spiel habe ich ein AFKler drinne. Ja, das ist dasselbe. Aber ich meine jetzt Feeder, AFKler. So ein Mist habe ich schon länger nicht mehr gehört. Was ist das für ein neuer Trend? Einfach zu sagen, oh, nur weil ich mal ein Lever hatte, muss ich jetzt im Forum sagen, oh, den habe ich immer. So ein Käse aber auch. Also, das regt mich aber schon ein bisschen auf. So übertrieben. Seht ihr, die haben ein echt wirklich besseres Late-Game-Team. Trotz alledem gewinnen wir das Spiel trotzdem noch. Also, tut mir leid. Geht doch nicht so lang. Hallo, wir haben hier. Oh. Zum Glück habe ich ein GA. Sehr geil. Okay, das haben wir noch gut gelöst. Nein. Das kann man echt nicht jetzt bringen. Wow. Das war jetzt echt scheiße schwer, den Geweiz noch auszugleichen. Okay, wir haben sogar 3 Kills geholt. Die Orianer waren wieder zu greedy. Sollte kein Ding sein, aber ihr habt gemerkt, die halten jetzt mehr aus. Das ist jetzt echt schwer. Oh, was war das denn? Ein gleitender Gragas. Okay. Der Hackerin hält immer mehr viel aus und ich mache immer weniger Schaden zu ihm. Der Rengar ist genau dasselbe. Er hat nur Mercury Threats, was nur gegen mich jetzt eigentlich hilft, aber er hat trotzdem genug MR, um das zu trotzen. Natürlich wegen seinem HP. HP, sagen viele, braucht man nicht. So ein Käse. AP ist immer wichtig. Für mich jetzt nicht so, weil ich jetzt ein AP Carry bin. Okay, ich will mal noch schnell den Blue Buff machen. Bevor ich nochmal weggehe.
Und dann können wir eigentlich nochmal Last Push machen, aber diesmal sollten wir den Inhibitor machen. Next time. Darauf das Team hinweisen, wenn ihr schon am Gewinn seid, aber es kann sein, dass ihr noch throwt. Okay, Gegner pusht gerade, ich gehe back. Von hier aus. Hol mir noch alle möglichen Tränke, weil ich mir gerade nichts anderes kaufen kann. Ich kaufe mir einen roten Trank, da mein E, der Bauchrammer, auch physischen Schaden verursacht. Ha, das wissen viele nicht. Bringt mir zwar nicht so derbst viel, aber trotzdem. Ich pop bloß ein bisschen rum. Baron ist in einer Mitte ab. Ich habe mein GA in, ja, sagen wir mal so 2 Minuten. Das ist jetzt gerade eine schlechte Situation. Oh. Nein, gut. Und das war jetzt schlecht von mir. Geh weg, geh weg. Give it to him, you bitch. Egal, scheiß drauf. Der ist ja hat jetzt ganz nicht schlecht gespielt. Oh, und vergessen. Trinken. Ah, oh, fuck it, ey. Scheiße. No. Scheiße, scheiße, das war jetzt der Throw. Ich hab die Ash-Ulti nicht gesehen. Jetzt können sie pushen. Fuck. Und so sollte man's nicht machen. Oh man. Das war extrem schlecht. Wir waren da wieder zu greedy. Oder sie machen Baron. Das wäre noch unsere einzige Chance. Weil den Baron-Fight könnte man gewinnen. Es kommt auf den Escort auch an. Und auf mich. Und jetzt kann ich mir nichts kaufen. Moment. Kann man noch ein stärkeres Item kaufen. Und gehe auf das noch. Was machen die? Leute, die pushen schneller. Die pushen schneller. Die pushen schneller wie ihr. Verdammt. Oh, ich bin gleich wieder ab. Gut. Well played! Das war super. Das war super. Der Backdoor war doch noch gut. Puh. So gewinnt man Spiele. Okay, man kann es auch leichter gewinnen. Aber das war wenigstens ein spannendes Spiel, finde ich jetzt persönlich. Und wenn ihr das echt gut fandet, das Spiel, und ich fand es wirklich gut, das Spiel, dann bewertet doch bitte das Video. Und gebt einen Daumen hoch, das wäre echt geil von euch. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ranked mit Elo. Mit mir. Bis dann, ciao.